Heute ist am Dienstag das Bankdrücken angesagt, Wettkampfvorbereitung. Ich stehe wieder vorm Power Rack. Das ist dann die zweite Übung, die ich nach den regulären Bankdrücken absolvieren werde, und zwar Abdrücken aus verschiedenen Höhen. Ich habe schon mal hier eingestellt. Das ist die Anfangshöhe. Fragt mich nicht, wie viele Zentimeter das sind. Ist jetzt erst einmal egal. Und dann kommt die zweite Steigerung. Hier sieht man das Loch. Und dann kommt die dritte Steigerung. Und bei jeder Steigerung wird es etwas schwerer. So, Freunde, ich mache erstmal jetzt das reguläre Bankdrücken. Und da geht es mit 2x2 plus Pause zu mit 80%. Schwer gezeichnet vom gestrigen Training. Mir schmerzte alles am Körper, aber wirklich alles. Und die 85% konnte ich dennoch souverän mit 2x2 umsetzen. Auch hier im ersten Satz hatte ich zwar etwas Bedenken gehabt, aber es lief wie am Schnürchen. Und im zweiten Satz war ich psychisch viel stabiler und konnte sogar noch teilweise besser umsetzen. Auch die Pausen waren optimal gewesen. Und damit war mein schweres Training für die Vorbereitung zu Ende. Hier mal kurz der Überblick vom Trainingsplan. Jetzt sind die 106% dran. Ich habe die Safeties höher gesteckt und mit 2x2 war ich dann dabei. Ja, ich war wieder etwas hängen geblieben an der Halterung, musste wieder korrigieren. Das ist natürlich nicht so gut, weil alles nämlich Kraft kostet. Rausheben, reinhängen, rausheben, korrigieren. Und jetzt habe ich den richtigen Punkt gehabt. Ablegen auf die Stangen, kurz warten und dann mit voller Wucht wieder nach oben, wieder runter entspannen und dann volle Kanone wieder hochdrücken und dann war alles durch. Zu Hause habe ich natürlich erst einmal wieder richtig Energie geschaufelt, das heißt Hühnerfrikassee mit Reis und Gemüse. So sah es aus in der Schüssel. Da steckt eben alles drin, was man braucht, denn Nahrungsergänzungsmittel nehme ich nicht. Ich verabschiede mich von euch.